Hey Leute, willkommen zu einem neuen Science Sunday und dieses Mal geht es um den perfekten Curl. Zunächst einmal, der erste große Fehler, den Leute so machen, ist im Prinzip viel zu viel Gewicht nehmen. Und hier müssen wir unser Ego auf jeden Fall zu Hause lassen und die Technik in den Vordergrund schieben. Denn es bringt ja nichts, viel Gewicht zu nehmen, wenn der Ziegelmuskel nicht wirklich arbeitet. Das heißt, für dich als erster Tipp, lass dein Ego zu Hause und benutze das Gewicht, was du auch wirklich mit der Muskulatur bewegen kannst. Tipp Nummer 2, es geht um die Handgelenke. Die dürfen nicht abknicken. Wenn wir curlen, dann müssen wir eine Verlängerung vom Unterarm zum Handgelenk erzeugen und nicht irgendwie so curlen. Das ist gut für den Unterarm, aber nicht so optimal, wenn du relativ gesunde Handgelenke behalten möchtest und den Bizeps optimal trainieren willst. Dritter Tipp, ganz wichtig, lass die Arme am Körper, das heißt, curl nicht so oder meinetwegen so, sondern versuch eine relativ neutrale Position einzunehmen. Ich rate jedem, der zum Beispiel Langhantel-Curls machen will oder irgendeinen Curl mit einer geraden Stange, dass man sich einfach hinstellt und einfach die Hände rotiert. Und das ist dann die Griffbreite, die man nehmen sollte. Und das funktioniert eigentlich bei 90% der Menschen. Die meisten, die Unterarmprobleme bekommen beim Curlen, das liegt meistens daran, dass sie einfach einen Griff nehmen, der entweder zu eng ist oder der zu breit ist. Tipp Nummer 4, auch ganz wichtig, und zwar hat etwas mit der Mechanik zu tun. Die Schwerkraft arbeitet immer nur senkrecht zum Boden. Das heißt, wenn ich jetzt curle und den hier mache, das heißt, mein Ellbogen nach vorne schiebe, dann habe ich keine Last mehr auf den Bizeps, sondern nur auf die Schulter, denn der Bizeps sorgt dafür, dass dieser Winkel kleiner wird. Und wenn das Gewicht jetzt hier aufliegt, dann habe ich ja hier in dem Bereich gar keine Spannung mehr, sondern ich arbeite eigentlich nur mit der Schulter. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, so zu curlen, mit dem Ellbogen zu weit nach vorne, dann hast du praktisch die Schulter sehr stark mit involviert. Wenn du aber richtig curlen willst, dann musst du dafür sorgen, dass der Unterarm bzw. dass dein Oberarm hinten bleibt. Ja? Dass du wirklich immer noch hier Spannung auf dem Bizeps hast. Hier hast du noch Spannung, klar, weil das Gewicht drückt dich ja hier runter. Aber wenn du das Gewicht hier hast, dann hast du ja kein Gewicht, was dich nach da drückt, sondern nur ein Gewicht, was dich nach da drückt. Und das hier macht die vordere Schulter hauptsächlich. Und wenn du wirklich einen guten Bizepswachstum haben willst, dann solltest du darauf achten, diesen Fehler nicht zu machen. Weiterer Pro-Tipp, ich glaube, das ist jetzt Tipp Nummer 5 oder 6, hat etwas damit zu tun, dass wir immer die Full Range of Motion trainieren wollen. Und das heißt für uns, dass wir den Trizeps unten nochmal kurz anspannen und dann wieder hoch. Anspannen und dann wieder hoch. Viele machen den hier. Und das ist cool. Das ist eine isometrische Bewegung. Wenn du irgendwelche isometrischen Bewegungen im Trainingsplan haben möchtest, dann mach das. Aber an sich, wenn du maximalen Muskelwachstum anstrebst, dann ist Range of Motion extrem wichtig. Und ansonsten passendes Gewicht benutzen und nicht zu sehr schwingen. Die meisten Leute, die ich so sehe im Gym, machen den hier. Das ist auch cool, wenn du irgendwie Curl-Schwung-Weltmeister werden willst, aber nicht, wenn du einen großen, dicken Bizeps haben möchtest. Versuch wirklich nur mit dem Bizeps zu arbeiten. Das heißt, immer schön kontrolliert, so zack, und den anderen. Oder meinetwegen auch gleichzeitig. Ich mache es noch einmal vor, wie es richtig geht. Also schön die Schultern unten lassen, Ellbogen an den Körper, Handgelenke nicht abknicken, Trizeps anspannen und hoch. Kontrahieren. Und wieder runter und hoch. Und wieder runter und hoch. Wer will, kann natürlich auch die Drehung mitnehmen, denn der Bizeps sorgt nicht nur dafür, dass der Arm gebeugt wird, sondern auch, dass er gedreht wird. Und im Idealfall dreht man während der Bewegung ein und nicht irgendwie so und dann so und dann wieder runter, sondern während man curlt, dreht man ein. Während man curlt, dreht man ein. Spannt den Trizeps an und dann dreht man ein. Ellbogen bleiben am Körper und wandern nicht zu weit nach vorne, denn ansonsten haben wir hier, wie gesagt, keine Spannung mehr und ja, die Schulter übernimmt. Und das war's auch schon mit diesem Science Sunday. Wenn du weitere Infos haben willst, die perfekte Technik erlernen willst, um mehr Erfolg in kürzerer Zeit zu erzielen, dann check einfach mal das Muskelpedia ab. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Peace out.